In den nächsten 6 Minuten unterhalten sich Andreas Krummes im Expertentag mit Vertretern aus der Branche über das erste Swiss Food Service Forum. Gut, bei mir der Stefan Mühlemann aus Frauenfeld vom Brauhaus, Geschäftsführer, und der Dejan Savic vom Marina Lachen am schönen Zürichsee. Das erste Swiss Food Service Forum ist vorbei. Was ist so Ihr Eindruck von dem Anlass? Ich habe einen sehr guten Anlass gefunden. Mal etwas Neues, vor allem auf Schweizer Boden. Man kennt es ja in Deutschland schon mit den grossen Messen. Und ich denke, es war gut, auch die Mischung von Gastronomie und von Zulieferern. Ich denke, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigen tut. Ich glaube, es kann uns eine Plattform bieten, wo wir gemeinsam in die Zukunft starten können, weil durch die Digitalisierung, durch das Ändern vom Konsumverhalten wird sich, wie es aussieht, ziemlich viel verändern in den nächsten Jahren. Herr Mühlemann, wenn Sie jetzt so den Anlass Revue passieren lassen, gab es neue Erkenntnisse oder hauptsächlich nur Bestätigung für Sie? Neue Erkenntnisse würde ich sagen nicht unbedingt. Aber was wieder eindeutig aufgezeigt worden ist, dass wenn man ein Konzept hat und man das durchziehen will, dass man das wirklich authentisch durchziehen sollte. Man hat es ja gesehen, zwei verschiedene Beispiele. Traditionsreiche Familie seit mehreren Jahrzehnten und danach ein neuer Gastronom, der eigentlich ganz andere Auftritte haben, andere Ideen haben, aber beide sind eigentlich sehr erfolgreich. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man auch heute gehört hat, dass man das, was man macht, wirklich mit Herzblut macht und vor allem eben auch wieder schaut, was die Gäste dazu meinen. Weil schlussendlich ist es wie beim Fischen, der Wurm muss nicht am Fischen schmecken, sondern eben am Fisch. Was das Herzblut in der Gastronomie betrifft, da nur mit dem Stefan Mühlemann teilen, das ist enorm wichtig und mit einer klaren Konzeption, dass man an den Start geht und auch die richtigen Leute natürlich mit an Bord hat. Wir haben heute viel darüber gesprochen, über die gesamte Wertschöpfungskette. Mein Lieblingssatz ist immer vom Rüppli im Boden bis zum Rüppli auf dem Teller. Was tun Sie bei sich, dass viele Rüppli auf dem Teller gegessen werden? Wir haben verschiedene Konzepte in unserem Haus, also vom kleinen, feinen Asiat über den breiten Italiener mit Pizza, Pasta und Steakhouse, wo vor allem vom Grill, Fleisch und Seafood interessant ist. Dort im Bereich Fleisch versuchen wir natürlich das gesamthafte Tier auch zu sehen. Wir haben auch dieses Jahr einen Grillkurs gemacht, wo wir «From Nose to Tail» als Thema hatten und so sehr viel mit «Second Cuts» auch gespielt haben. Es war sehr interessant, wie sich die Leute, also der Gast, der Kunde, der Konsument, mit diesen Sachen immer mehr anfängt auseinandersetzen. Wir waren ja heute so in der ganzen Wertschöpfungskette. Es hat viele Zulieferanten gehabt aus Produktion und Handel. Jetzt aus Unternehmersicht, Gastronomie, gibt es sowas, wo Sie sagen, das würden wir uns wünschen in Zukunft von der Zulieferindustrie? Ich glaube, die Zusammenarbeit hat in den letzten Jahren sich massiv verbessert. Es sind alle unter Druck, also nicht nur der Gastronom, auch der Zulieferer. Auch das hat man heute eigentlich klar gesehen. Und ich glaube, dort auch zukünftig geht es wirklich darum, zu sagen, es ist eine effektive Partnerschaft. Was nicht heisst, dass man dann immer miteinander zusammen ist. Also man tut regelmäßig das auch überprüfen. Aber dass man miteinander auch eigentlich das Vertrauen schenken kann, wenn mal etwas halt nicht so gut läuft. Schlussendlich, wenn es bei ihnen gut geht, haben wir eigentlich nur Gewinner. Und das ist ja das, was manchmal eben ein bisschen schade ist. Lieber stirbt man, wenn der andere auch stirbt, anstatt dass man den anderen unterstützen würde, dass beide können überleben können. Das ist noch eine gute Aussage. Am Zürichsee, etwas weg von der Hauptstadt, schwieriger für die Lieferanten, sie zu beliefern im richtigen Rhythmus. Gibt es bei Ihnen Wünsche, wo Sie sagen, das wäre noch so ein Schritt, wo die richtige Richtung wäre von der Zulieferindustrie? Wir sind sehr auf der partnerschaftlichen Linie, schon seit Jahren. Wir versuchen sehr zu kanalisieren, auf weniger Zulieferer zu setzen. Ist manchmal auch wirklich mehr, weil da kann man die Partnerschaft auch vertiefen. Es bringt auf beiden Seiten etwas, weil man ist auch bereit, von der anderen Seite her mal einen Kompromiss einzugehen, wenn es für uns dann nötig ist. Wir spüren da die Bereitschaft definitiv. Herr Mühlemann,
Sie sind heute erfolgreicher Unternehmer. Wenn Sie jetzt die Dinge hören, die heute besprochen worden sind, wo sehen Sie Gastronomie oder speziell Ihren Betrieb in 10 Jahren? Das ist immer ein Thema, das wir auch immer diskutieren. Wo sind wir in 5 oder 10 Jahren? Wenn ich das heute wieder höre, bestätigt es mir eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir produzieren ja selber Bier produzieren, also regional. Wir sind nicht überregional. Die Leute kommen jetzt eigentlich nur bei uns im Restaurant über. Das Vegetarische ist ein Thema, das wir immer angeschaut haben. Das haben wir auch heute gehört, dass halt gewisse Leitprodukte nicht immer noch gegessen werden. Und das ist bei uns halt mit dem Bier zusammen. Ein Burger, ein Schnitzel, Pommes frites, wo alle sagen, das ist eigentlich nicht gesund. Und darum denke ich, werden wir dort auf dem Weg weitergehen, wie wir jetzt eingeschlagen haben. Was aber sicher ein Thema ist bei uns, ist der ganze Bereich Alkohol. Das hat man heute auch klar gesehen. Ist rückläufig. Und da haben wir natürlich auch Einflüsse, die vom Gesetzgeber herkommen, die nicht immer erfreulich sind. Und da werden wir sicher müssen auch Innovationen machen in den nächsten Jahren, dass wir nicht dann irgendwann plötzlich in den Senke verschwinden dürfen. Also wird es wahrscheinlich jetzt in Frauenfeld einige große Bierfeste geben, dass auch der Bierabsatz bei euch im Betrieb stimmt. Ich danke euch vielmal für das gute Gespräch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank. Danke vielmals.